Hallo Freunde, willkommen zu meinem zweiten Part meines Let's Plays zu Paper Mario. Ja, schon im ersten Part ist eine Menge passiert. Prinzessin Peach wollte eigentlich nur einen Empfang geben. Und dann hat Bowser mal ebenso, weil er den Sternenstab noch gestohlen hat, den gesamten Pilzpalast in den Himmel gehoben und Prinzessin Peach ist noch immer da oben. Mario hat er besiegt, weil er sich unverwundbar gemacht hat. Und jetzt sind wir hier in Goombafoot wieder aufgewacht und jetzt müssen wir irgendwie zum Sternschnuppengipfel, damit wir uns mit den hohen Sternen treffen können. So, die Goombas wohnen hier in einem Haus. Oh, da ist ja noch einer. Oh, Mario, hallo, Herzchen, nenn mich Guma. Ich bin eine Goomba-Großmutter, daher der Name. Hast du schon meine lieben Enkelchen getroffen? Sind sie nicht süß? Besonders die kleine Goombaria. Sie sieht genauso aus wie ich, als ich noch klein war. Wer es glaubt? Oh, ganz nett dekoriert hier. So geht's eigentlich jetzt hier lang. Oh, da ist ja noch jemand. Oh, du hast mich erschreckt. Hm, Mario, stimmt's? Du bist also endlich aufgewacht. Gut, ich wusste, du würdest dich wieder aufraffen. Nenn mich Goomba. Ich bin der Großvater dieser Familie. Da bin ich nun Goomba. Macht es dir etwas aus, wenn wir später weiter plaudern? Ich bin gerade damit beschäftigt, diese Veranda zu reparieren. Ach so. Sieht zwar aus, als würde er da noch rumsitzen, aber zu N64-Zeiten war es halt mit den Animationen noch nicht so gut bestellt. Oh, da ist er wieder. Oh, Mario, mein Vater hat dich gesucht. Er wollte dir sagen, dass das Tor repariert ist. Jetzt kannst du nach Osten in Richtung Tortown den Sternschnuppengipfel zum Sternschnuppengipfel reisen. Oh, sehr schön. Puh, was für eine Arbeit. Entschuldige, dass du so lange warten musstest. Das Tor ist nun repariert. Folge einfach dieser Straße. Sie führt dich direkt nach Tortown, wo auch der Pilzpalast steht. Ich glaube, der Sternschnuppengipfel befindet sich jenseits des Palastes. Schade, dass du nicht bleiben kannst. Ich würde dich gerne noch näher kennenlernen, aber wenn die Pflicht ruft, komm mal wieder zu Besuch. Ich wünsche dir viel Glück. Hey, das ist doch Cammy Cooper. Was macht die denn hier? Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Mario, ich kann nicht glauben, dass du dich schon von der Abreibung erholt hast, die der König Bowser verpasst hat. Du bist ganz schön hart. Gut, dass ich hergekommen bin, um zu sehen, ob du nicht irgendetwas Dummes vorhast. Was? Was ist das, Papa? Was ist das für ein ekliges, fliegendes Ding? Eklig, du freches Kleines. Ich bin eine wunderschöne Cooper-Dame mit einem fast noch schöneren Namen. Cammy Cooper. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, dir eine Lektion zu erzählen, du kleine Erdkröte, aber nicht jetzt. Mario, vernimm dies. Es ist sinnlos, zu versuchen, Prinzessin Peach zu retten. Lächerlich, lachhaft. Wie du bemerkt hast, ist König Bowser nun viel stärker, als du es verkraften kannst. Hier ist ein Geschenk von ihm. Ein Steinblock. Wow! Mario, du wirst auf die Knie fallen und weinen, wenn du siehst, welche Veränderungen Bowser gemacht hat. Deine Welt gehört nun uns! Ich habe das Tor repariert. Ich will das Wort Tor nicht mehr hören. Cammy Cooper, diese Teufelin. Hast du gehört, was sie über die Prinzessin gesagt hat? Das klang nicht so gut. Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. Was? Bowser hat Prinzessin Peach entführt? Schon wieder? Oh, unglaublich. Und jetzt musst du zum Sternschnuppengipfel gehen, um sie zu retten, stimmt's? Das könnte ein Problem werden. Papa, wir müssen etwas tun. Mario muss die Prinzessin retten. Niemand sonst kann es tun. Hey, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir diesen Block mit Goombas Hammer zerstören. Ich glaube, er repariert damit gerade die Veranda. Geh und frag ihn doch mal danach. Warum kann ich nicht einfach um dieses Scheißding herumlaufen, hä? Mario kann ja nicht mal über einen Zaun springen. Ach ja. Na gut, dann gehen wir halt nochmal zu Goomba und holen uns den Hammer. Hier fehlt doch was. Scheiße! Ja, da
Kann man wirklich sehen, Mario ist flach wie Papier? Ja, da bist du ja. Oh, mein Rücken. Wer ist da? Bist du das, Mario? Ich kann mich nur an einen lauten Krach erinnern. Dann ist die Veranda ein und ich bin abgestürzt. Bist du auch gefallen? Du bist aus der Tür gekommen, bist ins Leere getreten, habe ich recht? Immerhin ist uns nichts passiert. Das Problem ist, dass wir kommen nicht nach Hause, weil dieser Block im Weg ist. Dieser Block sollte hier nicht sein. Das ist ein großes Problem. Was? Ein Hammer? Oh, natürlich. Wo ist der hin? Ich habe ihn benutzt, um die Veranda zu reparieren. Also muss er hier irgendwo herumliegen. Nirgends zu sehen. Irgendwo da drüben muss er hingefallen sein. Mario, wir sollten ihn suchen. Ja, irgendwie so auf die Idee kommen, mal über den Block drüber zu klettern, da kommst du auch nicht drauf aus. Ach ja, was soll's, das ist eben Mario-Logik. Der Hammer muss ganz in der Nähe sein. So sieht er aus. Suche hinter Büschen. Wenn ein Rufzeichen über deinem Kopf erscheint, dann drücke A, um zu suchen. Ah ja, da hätten wir mal ein paar Münzen. Dann haben wir auch noch einen Speicherblock. So, hier gibt es ja ganz viele Büsche. So. Hier vielleicht? Aha, gefunden! Du hast den Hammer gefunden! Mario kann nun eine Hammerattacke ausführen. Dieser Hammer zerstört gelbe Blöcke. Oh, großartig, das ist der Hammer. Ich nehme an, dass du mit dem Hammer den Block zerstören kannst, der uns den Weg versperrt. Mit dem Hammer kannst du auch auf Bäume schlagen, um sie zu schütteln. Manchmal fällt etwas Nützliches herab. Drücke B, um ihn einzusetzen. Du meinst so? Ah, sehr schön. Wir haben natürlich noch ein paar Blöcke, die wir zerstören können. Ganz klassisch halt auch Mario. So. Dann können wir noch ein paar Münzen sammeln. Sehr schön. Was ist das denn? Was hast du erhalten? Püppi, ausgezeichnet. Eine süße Puppe, die genau wie Prinzessin Peach aussieht. Oh, wie schön. Ich glaube, das ist die Puppe, die Gumbario verloren hat. Sie wird sich sicher sehr freuen, wenn du sie zurückbringst. Die Leute verlieren so viele Dinge. Da möchte man sich doch gleich ein wenig genauer umsehen. Ja, was man nicht alles findet, hm? So, hier haben wir noch ein paar Blöcke. Aber da ist nichts drin. Oh, und hier haben wir so einen großen Block. Und natürlich einen Speicherblock, weil in Paper Mario kann man halt leider nicht freispeichern. Man muss immer solche Speicherblöcke aufsuchen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Nun, wir haben den Hammer gefunden, also sollten wir uns auf den Heimweg begeben. Autsch! Was zum... Wer ist das denn? Wer seid ihr, Deppen? Das ist mein Spielplatz, Idioten! Niemand setzt seinen Fuß hier ohne meine Erlaubnis. Niemand! Sei bereit, zu Füßen von Meister Junior Trooper zu heulen! Wer bist du? Mario, das ist Junior Trooper. Er ist der Boss der hiesigen Rasselbande. Offensichtlich ein Rüpel. Aber Hunde, die Bellen beißen nicht. Den machst du ganz rasch platt. Vergeude keine Atemluft, mit ihm zu reden, sondern sieh meins über die Rübe. Ich bleibe hier stehen und beobachte das Ganze. So, jetzt können wir natürlich auch den Hammer verwenden. Und auf dein Maul. Oh, ausgezeichnet. Guter Treffer, mach weiter. Gott, ich lasse mich doch nicht von einem Kind besiegen. Wie peinlich ist das denn? Schon schlimm genug, dass Mario gegen Bowser verloren hat. Aber gegen den kleinen Knirps sicher nicht. So, ich kann natürlich auch springen. Ich wärme mich gerade erst auf. Klar. Sonst noch was? Oh komm. Du hältst eh nicht viel aus. Mario, du hast ihn fast gepackt. Hör nicht auf, mach weiter. Na gut, hast du so gewollt. Sag Hallo zu Junior Troopers Spezialattacke. Volle Kraft! Der macht uns plötzlich zwei Schaden. Ich habe so solche Angst. So, und zack. Und du bist erledigt.
Mario, du hast sehr gut gekämpft. Du erhältst Sternenpunkte. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, erhältst du Sternenpunkte. Für jeweils 100 Sternenpunkte stärkst du einen Level auf. Versuche, so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Na bitte, und wir halten gleich mal 20 Sternenpunkte zu Beginn. Verdammt! Fast hätte ich gewonnen. Ich komme wieder, Mario. Ich mein's ernst, ich komme wieder. Ja, und dieses Versprechen wird er auch noch halten, weil Junior Trooper werden wir im Spiel noch mehrmals über den Weg laufen. Und der wird auch jedes Mal ein kleines bisschen stärker sein. So, was haben wir denn hier? Berührst du diesen Block, werden deine KP-Kraftpunkte vollständig aufgefüllt. Ja, das ist ein Herzblock, bei dem können wir uns heilen, also sehr, sehr wichtig auch. So, und hier haben wir ein Sprungbrett. So. Oh, und hier haben wir eine Feuerblume. Was hast du erhalten? Feuerblume, ausgezeichnet. Du hast ein Item erhalten. Items können als Waffen dienen, deine KP auffrischen, noch einiges mehr. Drücke den linken C-Knopf, um zu sehen, welche Items Mario bei sich trägt. In diesem Fall eine Feuerblume. Feuerangriff gegen alle Gegner, Angriffskraft 3. Kann ich eben nur in einem Kampf verwenden. Oh, und hier ist noch ein ganz anderer Block. Ein Steinblock, den ich mit diesem Hammer nicht zerstören kann. Aber wir werden im späteren Verlauf des Spiels noch bessere Hämmer finden, aber das Spiel hat ja gerade mal angefangen. Augen auf, Mario. Böse Goombas voraus. Sie sind Bowser gegenüber loyal. Wenn sie dich sehen, werden sie ohne zu zögern angreifen. Wenn du es schaffst, einen Gegner mit einem Schwung oder dem Hammer anzugreifen, erhältst du den Erstangriff, wenn der Kampf beginnt. Der Erstangriff kann dir in jedem Kampf sehr nützlich sein. So, und da oben ist noch etwas Besonderes. Und hier haben wir einen bösen Goomba. Erstangriff erfolgreich. Zack. So, und gleich nochmal. Gewöhnliche Goombas haben ja nicht viele KP und wir erhalten 2 Sternepunkte. Ja, am Anfang sollte man wirklich die ganzen Gegner hier bekämpfen, weil man doch ziemlich schnell einen Level aufsteigen sollte. Das ist ein Peaks-Goomba. Siehst du den Stachel auf seinem Kopf? Pass auf, dass du nicht auf ihn springst. Rate mal, welcher Körperteil von dir sonst verletzt wird. Marios Hintern? Egal. Solche Gegner greifen wir natürlich nur mit dem Hammer an. Oh, 3 Sternenpunkte. Sehr schön. Oh, und hier ist ja noch ein anderer Goomba. Ein fliegender Goomba. Und hopp. Oh, gleich 2 von denen. Ja gut zu, Mario. Dieser Kerl fliegt. Mit dem Hammer kannst du ihn nicht erreichen. Um fliegende Gegner anzugreifen, setze einen Sprung ein. Du kannst über einen Feind hinwegspringen, den dahinter anzugreifen. Das ist ein wichtiger Rat, vergiss sie nicht. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. So, wenn man einmal auf einen Paragumbo springt, dann verliert er wenigstens seine Flügel. Und der erste ist schon mal erledigt. So. Du hast keine Chance. Das sind halt wirklich ganz gewöhnliche, schwache Gegner, die nicht hart angreifen, doch nicht viel aushalten. 2 Sprünge und Tschüssikowski. Und wir erhalten 6 Sternenpunkte. So, und ein Herzchen und ein paar Münzen. So, jetzt will ich aber noch darauf. Und da ist noch ein Goomba. Der Erstangriff ist natürlich schon praktisch. Dann können wir gleich mal Schaden machen, bevor der Kampf überhaupt anfängt. Und du bist schon besiegt. Sehr schön. So. Oh, noch mehr Geld. Sehr schön. So, was haben wir denn jetzt hier? Was hast du erhalten? Sternsplitter, ausgezeichnet. Ein strahlender Sternsplitter. Finde heraus, wozu man ihn brauchen kann. Ja, im gesamten Spiel sind ziemlich viele Sternsplitter versteckt. Die kann man später gegen ganz besonders nützliche Items eintauschen. Die findet man manchmal leicht, manchmal schwer. Oft sind sie halt doch ein bisschen gut versteckt. Da kann ich schon dazu sagen, ich glaube nicht, dass ich alle Sternsplitter finden werde. Oh, sind die schon da? Keine Sorge, Kinder, hier bin ich. Dank Mario bin ich heil und gesund wieder zurückgekehrt.
Oh, ist das Ding zugesperrt? Lass es mich für dich öffnen. Gumpa, wo bist du gewesen? Ich habe nach draußen gesehen und plötzlich waren du in die Veranda verschwunden. Gumpa, ich war sehr, sehr besorgt und dich wirklich besorgt. Tut mir leid, Kinder, ich entschuldige mich. Ich wollte euch keine Angst einjagen, ihr könnt euch jetzt wieder beruhigen. Ich bin ja wohlbehalten wieder zurückgekommen. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, ich wollte dir noch etwas geben, Mario. Ich bin gleich wieder da. Wie? Was? Hey, die Puppe, die du da hast, ich glaube, Gumbaria hat sie verloren. Sie hat schon überall danach gesucht. Würdest du sie ihr wohl zurückgeben? Natürlich. Bitteschön. Meine Püppi, 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 du bist wieder da. Ich danke dir. Ich bin so glücklich. Meine süße Püppi, du darfst nie wieder verloren gehen. Hier, ich gebe dir ein Geschenk. Sieh nur, wie hübsch es funkelt. Und wir erhalten noch einen Sternsplitter. Sehr schön. Und nimm das auch. Die hat mich gerade geknutscht? Scheint, es hätte keiner deiner Gegner eine Chance gegen dich. Machst du Bodybuilding? Ich lerne Selbstverteidigung, indem ich Bücher der Meister lese und Papa und Gumpa zuhöre. Und außerdem trainiere ich jeden Tag, damit ich so stark werde wie du. Langsam zeigt sich auch der Erfolg. Meine Muskeln werden immer dicker. Ja, yeah, Gumbaris Kopf ist hart wie ein Felsen. Meine Kopfnuss aus, der tut das sehr, sehr weh. Oh, sehr still, Gumbara. Das ist so peinlich. Aber abgesehen davon, es ist wahr. Entschuldige, dass ich dich habe warten ließ, Mario. Ist schon okay, Kumpa. Wir quatschen gerade mit Mario. Ihr quatscht also? Entschuldigt, ich wollte dir das geben, Mario. Du hast den Powersprung-Orden erhalten. Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Dies nennt man Orden. Wenn du ihn trägst, kannst du einen Powersprung ausführen. Das bedeutet, dass dein Angriff mehr Schaden verursachen wird. Aber hör mir gut zu, du kannst diesen Sprung nur ausführen, wenn du den Orden trägst. Du solltest es ausprobieren. Das An- und Ablegen von Orden ist ein sehr wichtiger Vorgang. Soll ich dir eine kurze Lektion darin geben, wie du die Orden, die du auf deiner Reise finden wirst, richtig einsetzt? Meinetwegen. Okay, drücke Start, so öffnest du das Menü. So, An- und Ablegen von Orden. Wähle Orden, dann wähle den Orden aus und anlegen. So. Und Menü verlassen. Merke dir, du brauchst BP, Blütenpunkte, um den Powersprung einzusetzen. Kannst du dich daran erinnern, dass wir auf dem Weg einen Block wie diesen sahen? Diese Blöcke stellen nicht nur KP, sondern auch BP wieder her. Das sind wahre Lebensräder. Benutze sie, wenn deine KP und BP zur Neige gehen. Ach übrigens, Mario, ich habe von Gumpa gehört, dass du das Ganze alleine auf dich nehmen willst, die Prinzessin aus Bowsers Fängen zu befreien. Oh yeah, Mario könnte Bowser eigenhändig mit verbundenen Augen platt machen. Still jetzt, Gumpario. Mario, bitte nimm diesen Hammer. Er wird dir gute Dienste leisten. Wenn ich nur etwas jünger wäre, würde ich dich begleiten. Ich hätte den Bösewichten schon das Fürchten gelehrt. Aber die Last der Jahre liegt schwer auf mir. Ich kann dir sagen, diese Schmerzen im Kreuz... Abenteuer, du darfst dich glücklich schätzen. Prinzessin retten ist so cool. Eines Tages will ich auch ein Abenteurer sein. Ich auch. Hey, ich habe eine Idee. Gumbario, vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen. Du bist kein Kind mehr und schlimme Zeiten stehen uns bevor. Ich bin sicher, Mario wird mir zustimmen. Du solltest Mario begleiten. Was? Wirklich? Darf ich gehen, Gumpa? Darf ich wirklich gehen? Ja, oh yeah. Mario, du sollst es nicht bereuen. Gumbario gehört zum Team. Drücke unten, um Infos über Personen, Ort oder Dinge in deiner Nähe zu bitten. Wenn du etwas wissen willst, dann frage ihn einfach. Gumbario ist auch im Kampf sehr hilfreich. Er kann mit Kopfnuss angreifen oder über Gegner und ihre KP mit Hilfe von Scanner Auskunft geben. Großartig, Gumbario! Mario, ich weiß, dass sich Gumbarios wertvoller Weggefährte erweisen wird. Ich glaube, es ist an der Zeit für mich, mein Nickerchen zu machen. Ich bin dort im Haus. Abschiede machen mich alten Gumpa immer so traurig. Das ist so cool, Mario. Lass es gehen. Aber warte, deine KP sind etwas niedrig. Vielleicht solltest du dich im Torthaus ausruhen. Oh, stimmt ja. Wenigstens kostet es hier im ersten Paper Mario überhaupt nichts, also ich kann mich immer gratis heilen. Der Slogan des Torthauses ist der frische Körper und Geist. Fühlst du dich müde? Kannst du ein wenig... Ja, bla bla bla, ich will mich ausruhen, natürlich.
Und Mario geht zu Bett. Hast du gut geschlafen? Pass auf dich auf. Ah ja, natürlich mache ich schon. Okay, Freunde, dann werde ich jetzt nochmal speichern und diesen Part auch beenden. Und im nächsten Part geht es dann zurück nach Thorntown. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao!